Ja, hallo zusammen. Um im Vorfeld die Frage der Nebengeräuschkulisse zu klären, die entfällt auf ihn. Also so viel dazu. Ich kann mal wieder was auspacken. Zwei Unboxings hintereinander auf meinem Kanal. War eBay mal wieder ergiebig. Mit dieser Verpackung hat es der Versender wohl sehr lieb gemeint, finde ich irgendwie ganz niedlich. Schauen wir mal, was drin ist. Dem Titel könnt ihr ja schon entnehmen, dass das ja mein erstes Custom eigentlich ist, sozusagen. Kommt immer auf die Definition jedes Einzelnen von Custom an. Für mich ist es eigentlich ein Custom. Machen wir doch mal hier. Übrigens, Hinweis, hat nichts mit der Marke zu tun. Dann haben wir hier noch eins und zwei. Aha. So, das übliche Papier. Aha. Okay, eine Papiereinkaufstüte habe ich auch noch nicht bekommen, aber naja. Und dann haben wir hier ein fixt, aber ein ordentliches. Und zwar ist das ein Murat Klein Mini Clippoint Hunter. Boah, ist das ein Panzer! Ach du lieber Himmel, schaut euch das mal an! Schaut euch das mal an! Das sind, was sind das, 6 mm? 6 mm flach geschliffen Neolox SB1. Ja, leck mich doch am Arsch da. Also das ist beileibe kein kleines Messer mehr. Wenn ihr euch das anguckt. Ja, Wahnsinn. Dieses echt krass blaue G10, das sah auf den Bildern irgendwie viel blasser aus. Deswegen bin ich froh, dass es nicht so blass ist. Dunkler Stonewash sah auf den Bildern auch aus eigentlich wie ein normaler, aber das ist eigentlich so ein Acid Wash Finish. Ach du liebe Zeit! Aber Verarbeitung, ihr seht's ja, vom Feinsten. Ich bin begeistert. Schaut euch das an. Ein monströses Gerät. Auch noch, na, einigermaßen scharf, aber das sieht auch noch schwer nach der Werksphase aus. Da wird noch keiner dran gewesen sein. Kommt mit einer Kydex, die, wenn man sie auch trifft. Ja, fast wackelfrei sitzt. Jetzt muss ich mal noch eins machen. Ich werde jetzt mal ins Forum gehen und Murat da übers Forum selber kontaktieren und mal fragen, was das war, weil das war inseriert als Murat Klein Prototyp. Und dieses Modell gibt's als, das heißt Mini Clippoint Hunter, glaube ich, oder irgendwie oder sowas. Clippoint Hunter Mini, schlag mich irgendwas in der Richtung. Aber das hat eigentlich nur eine Materialstärke von 4,5 mm und das sieht mir schon deutlich mehr aus. Und da muss ich ihn jetzt mal fragen, von wann das stammt und ob ich da ein paar Daten erfahren kann, damit ich euch da ein bisschen mehr zu sagen kann. Ja, Wahnsinn, schaut euch diesen Klopper von Miniaturfixt an, das ist ja der Hammer. Ein brachiales Gerät. Das ist eine richtige Brechstange. Ich bin gerade echt ein bisschen geflasht. Wahnsinnsgerät da. Ja gut, ich werde mir das Ding jetzt nochmal genauer anschauen. Dann werde ich mal Murat kontaktieren und mal ein bisschen erfragen, was es mit dem so auf sich hat. Und dann glaube ich, werde ich das Ding mal ein bisschen ausprobieren. Weil das spricht ja eigentlich dafür, dass das Ding einiges aushalten dürfte. Okay, das soll schon gewesen sein. Unboxing meines ersten Customs sozusagen vom deutschen Messermacher Murat Klein. Und dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!